Hier sagt sie, dass wir gleich die nächste Mission annehmen sollen. Also hier sagt sie, gut gemacht und du hast ISK bekommen und du bist bereit für die nächste Mission. Wir klicken gleich drauf auf die nächste Mission und sehen, dass wir, was müssen wir machen? Achso, okay, wir sollen in ein Fuel, also in ein Space, in Dead Space, in den Weltraum rausfliegen und dort einen Tank, ja, einen Fuel-Tank, Treibstofftank, Treibstofflager in die Luft jagen. So, und dafür bekommen wir 500 ISK wieder. So, was sagt sie hier? Das ist immer wichtig teilweise, weil wir haben jetzt eigentlich ein Schiff, aber ohne Munition, ohne Ausrüstung, sonst was. Jetzt sagt sie, wenn wir es akzeptieren, bekommen wir die Module, die wir brauchen, um das Schiff, um die Mission abzuschließen. Ich schätze mal, es wird eine Waffe sein, um Munition. Oder wenigstens eine Waffe. So, jetzt geht es um das Fitting, also um die Ausrüstung des Schiffs. Entweder kriegt man da, oder auf Oldschool-mäßig hier. Und wir sehen unser Schiff. Ich möchte hier nicht, jetzt noch nicht viel erzählen, außer dass hier die Highslots sind, dass da equipt man, findet man die Launcher, die Waffen, meistens Waffen, also aktive Module, die irgendeine Interaktion verursachen. Und hier sieht man auch die Hardpoints. Hätten wir die Kaldare jetzt, dann wären die Hardpoints hier, das heißt, wir hätten, das sind die Launcher, also die Werfer, Raketenwerfer. Das sind die Türme. Das heißt, wir können auf diesem Schiff zwei Türme drauf bauen. Weil hier nicht steht, können wir hier keine Raketenwerfer reinmachen, auch wenn wir freie Plätze haben. Hier ist nur Türme erlaubt. Und so ist es auch. hier haben wir einen Medium-Slot. Hier kommen so Sachen wie Schilder rein und sonstige Spielereien. Kommt mit der Zeit noch. Und das ist ein Low-Slot. Da kommen Erweiterungen rein, wie für die CPU, für den Computer on board und andere Spielereien. Gut, wir sind jetzt in dem Menü. Okay. Your ship needs to be fitted with a weapon and a Wir shield haben booster module. eine Both of these are being provided 155 mm to you Gatling now. Autocannon Your weapon is bekommen, capable of dealing geschenkt, high amounts of Autocannon damage at close range. The und small shield einen booster Small is your Shield defensive Booster. module. Und When wir sollen da activated, draufklicken, um it es will zu sehen. restore a Hier haben small wir es ja auch amount of your gleich. ship's Und shields. hier sehen wir zwei You will Striche, not das be heißt able to Medium keep it Slot. running constantly, Wenn wir though. mit der Maus So drüber only fahren, use it when you have to. aufpassen, hier sieht man gleich die Veränderung. Also die gelbe Anzeige ist die Veränderung. Und hier sieht man auch die Veränderung. Und in dem Fall wären es von der CPU, also vom Prozess, von der Prozessorleistung, würde es von 92 auf 67 zurückfallen. Also das heißt, wir hätten noch 67 CPU-Einheiten Platz. Und vom Power Grid, also von dem Energienetz, also was das Schiff energetisch vertragen kann, sind wir von 12,6 auf 10,6 runtergefallen. Wir würden es finden. Tun wir auch. Einfach draufklicken und rüber werfen. Fraps hat gerade ein bisschen rumgesponnen. Tut mir leid. Also wir nehmen es, werfen rüber. Und hier ist gleich die Anzeige. Und zwar, das ist ein Small Shield Booster. Mit dem kann man seinen Schild reparieren. Auf Kosten von der Energie, die man hat im Schiff. Das heißt, man aktiviert das, es entzieht dem Schiff die Energie und setzt sie um in den Schild, der das Schiff umgibt. Und hier sehen wir, dass der Kapazitor, also der Energiespeicher vom Schiff, innerhalb von 16 Sekunden leer sein wird, wenn wir es aktivieren und durchlaufen lassen. Da muss man echt darauf aufpassen. Hier sieht man auch wirklich, ob es auslaufen wird oder nicht. Man später mit verschiedenen Skills oder Zusätzen wird man es erreichen, dass man
einen stabilen Kapazitor hat, und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Jetzt geht's noch nicht. Und die Wache brauchen wir auch noch. Gut, die wird auch gleich angezeigt. Da ist sie. Das ist unsere Waffe. Das ist eine Neuerung. Früher wurde es nicht angezeigt. Die Waffen wurden quasi imitiert. Die waren einfach auf dem Schiff irgendwo. Die waren nicht animiert. Mittlerweile sind die Waffen wirklich echte Waffen quasi. Die werden wirklich gerendert. Und hier kann man sogar die Ansicht, die animierte Ansicht sehen. Viele wissen diesen Trick gar nicht, dass man wirklich die gerenderte Waffe sehen möchte, kann einfach die Information von der Waffe anklicken und dann auf das Icon mit der Lupe drauf gehen, also mit dem linken Maustaste drauf drücken. So, wir haben beides jetzt gefüttert. Das hat sie jetzt, das heißt sie genau das, Drag was the ich schon erzählt weapon habe. onto your ship in the fitting area. So, jetzt haben It will wir fit and die when you are Waffe ready, und den Schild. undock. Und ich soll jetzt von der Station rausgehen. Dann macht man das gleich. Ein Kalender. Wieso? Ich will keinen Kalender haben. Ich will raus. So. Hier sind wir wieder im Weltraum. Jetzt sagt sie uns nichts. So, jetzt sagt sie uns was. Und zwar sollen wir wieder auf nach Amold, also entweder über wieder dieses Missionsmenü rechtsklick gehen und dann Warp Location benutzen, oder im Weltraum rechtsklick machen und in die Raumverwerfung reinspringen. Ja, mittlerweile sind wir gerade im Warp. Das dauert noch ein bisschen. Hier steht die Entfernung. AU ist Astrometrical Unit. Das ist keine irgendwie ausgedachte in-game Entfernung, sondern das dürften irgendwas mit 150, circa 150 All Millionen weapons Kilometer require sein, wenn ich mich ammunition täusche. to fire. You are now being So, provided was with sagt sie uns close range gerade? Ich zoome ein bisschen ammunition. raus, dass ich hier ein bisschen Übersicht Load your habe. weapon now. Okay, hier ist nichts. Hier sehen wir auch nichts. Keine große Übersicht. Okay, sie sagt uns, wir müssen die Waffe laden. Haben wir Waffen bekommen? Haben wir Items bekommen? Schauen wir mal. Ich will mein Cargo öffnen. Wo ist mein Schiff wieder, Mann? Dum, dum, dum. Open my cargo. Tatsache, wir haben Munition bekommen. Also kann man hier Rechtsklick machen. Erzählt ja auch. Und hier kann man, wenn man mehrere Munitionstypen hat, hat man hier eine größere Auswahl. Und man kann hier die Munition auswählen, draufklicken, die wird geladen. Das Laden dauert 10 Sekunden, egal welche Waffe man hat. Also unabhängig. Das heißt, es könnte Raketen sein, hybride Waffen oder eben hier die Projektilwaffen. Das Nachladen dauert immer 10 Sekunden. Gut, wir haben jetzt geladen und schauen. The type of ammunition you Hier load sagt sie affects the uns, range dass at which man your turrets can hit. You can die access Informationen detailed von der information on Munition your anschauen weapon kann, through the heads-up display. weil die Munition ist eine sehr wichtige Sache. Man soll es wirklich beachten, weil man nicht wirklich weit kommt ohne das. Also man kommt wirklich ohne die Information nicht weit. Und zwar geht es um die wichtigste Angabe in dem Kampf, zumindest in diesem Fall hier, um die optimale Reichweite. Und das sind 400 Meter. Das heißt, bei 400 Metern Entfernung zum Ziel werden wir den größten Schaden anrichten. Da sollten wir uns merken. Das wissen wir es auch. Passt. Hier sollen wir das Beschleunigungstor aktivieren und Activate the durchfliegen. acceleration gate and proceed to the next area when you are ready. Warp drive activated. So. So. Good work so far.
Next, we need to do a weapons check before we send you ja, into live combat. Das ist unser you should see a fuel depot Container nearby. Oder eher before unser you can fire on it, Treibstofflager. You must lock on with your own targeting systems. Wir sollen es anvisieren. Close your range dürfte and then open Enter fire. Mit Rechtsklick. Und dann anvisieren, also auf aufschalten, glaube ich, heißt auf Deutsch. Bin mir echt nicht sicher gerade. Entweder über das hier, über das Menü, Kontextmenü, oder markiert lassen, also entweder ich weiß es gar nicht, markieren und dann hier aufschalten, Lock Target, oder es gibt auch eine andere Funktion, und zwar die Steuerung-Taste halten, also Steuerung-Taste festhalten und auf das Ziel draufklicken. Da kommt auch das die Meldung, dass man locken würde, wenn man das anklickt. Einfach anklicken und es ist anvisiert. Es ist im Kampf sehr wichtig, dass man diese Shortcuts, Hotkeys kennt. Gut, wir haben es jetzt aktiviert. Und jetzt können wir die Waffe aktivieren. Entweder per Linksklick, wie sie uns gerade sagt, oder da steht Shortcut F1. Ich zeige es euch gleich. Hier. Hier haben wir die Auswahl, und zwar von F1 bis F8 kann man die Waffen belegen. Oder man kann eigentlich viel mehr Waffen belegen. Die wird man direkt über F1 bis F8 auffinden. Die Sachen wird man über Alt F1 bis Alt F8 aktivieren. Und die untere Reihe wird man über Steuerung F1 bis Steuerung F8 aktivieren können. In dem Fall ist es F1. Wir drücken F1. Ist im Kampf auch sehr wichtig. Und ich zoome mal ein bisschen rein, dass wir sehen, dass wir kämpfen überhaupt. Hier sehen wir, dass der Schild runtergeht, die Struktur ist durch, die Rüstung ist durch und die Struktur ist durch. Jetzt macht das Bumm. Oh, das macht verdammte Bumm. Ja, und jetzt kriegen wir die schöne Meldung, dass unser Schild unten ist. Yep, wir haben Schaden genommen und zwar sind wir bei 9% vom Schild runter. Jetzt sagt sie uns, dass wir unseren Schildbooster aktivieren sollen. Wir sehen gleich die Wirkung davon. Tada! Unser Schild ist voll und unser Capacitor, also unser Speicher, nicht Speicher, ist halb leer gewesen. Nutze Info ab 34%. Wenn der Capacitor bei 34% sich noch nicht stabilisiert hat, also der sich neu auflädt von alleine, wird er runtergehen und ihr seid am Arsch. Gut, jetzt sollen wir zum Acceleration Gate gehen. Yay, jetzt geht's los. Ich aktiviere hier das taktische Overview, einfach um zu sehen, was wo sich befindet. So, und hier sagt sie uns, dass wir ein Schiff sehen. Hier sieht man auch die Reichweite von meiner Waffe, und zwar genau da. Wir nehmen den gleichen Beschuss und fangen an, ihn zu orbiten. Also wir umkreisen ihn. Lock the targets. Ich habe schon so oft gesehen, dass die Leute anfangen, ein Schiff nur zu approachen bei Let's Plays. Bei dir sagt, aber bei solchen Sachen sollte man nicht irgendwie zum Schiff direkt, direkt drauf zufliegen, sondern man sollte das Schiff umkreisen. Hier habe ich das Schiff zerstört. Da kommt noch eins. Sehe ich hier. Und ich sehe es hier. Ich muss ein bisschen rausholen, dass ich sehe, wo. Okay, das ist die Reichweite. Jetzt habe ich sie ein bisschen kapiert. Das ist die Reichweite, wie weit ich auf sich zielen kann. So, wir orbiten ihn. Moment, ich muss ihn auf 500 Meter orbiten. So. Und so, jetzt aktivieren wir die Waffe gleich. Good work. Good work.
Tor, die bösen Schiffe sind hostile tot. Targets. Warp back to the station and dock to complete the mission. Scheinbar. Okay, gut. Ja, genau, was ich vorhin gesagt habe. Man soll nicht wirklich auf ein Ziel zufliegen, sondern man sollte es, wenn es geht, umkreisen oder ein anderes Objekt umkreisen. Weil der der Hintergrund dabei ist, wenn man irgendwie auf ein Ziel zufliegt und es dann eingeholt hat, da wird man langsamer. Und wenn man langsamer ist oder stehen bleibt, ist man leichter verwundbar. Ah, jetzt sind wir gerade durch den Planeten geflogen. Haben wir gerade gesehen. Und das sollte man nicht machen. Also man sollte wirklich in Bewegung bleiben, damit die anderen ein schweres Spiel haben, uns zu anvisieren oder zu treffen. So, wir sind fertig. Machen Rechtsklick und dann Doppelklick auf die Agents Menü und sagen, Mission fertig. So, was weiß sie noch? Machen wir die letzte Mission, was sie gerade sagt. Ja, wir sollen dieses Item da abholen und da zurückbringen. Wir akzeptieren das. Ihr sagt zu uns, dass wir aus diesem Sternensystem raus sollen, raus müssen. Das heißt, wir müssen nach Elmolgranlan. Die Namen sind sehr eigenartig hier, das werdet ihr merken. Wir machen Rechtsklick, Set Destination. Sehen wir, dass es ein einziger Sprung ist, ein Jump. Ja, dann fliegen wir raus. Und ihr sagt sie... There are over 5,000 systems in the known universe, gelbe and Markierung. All of them are connected by stargates. By setting a destination dock when you are okay, ready. Dann fliegen wir halt hin und jetzt ich erzähle derweil, was dieser Security-Status auf sich hat. In EVE Online hat man einen Status von plus 1.0, also 1.0 bis minus 1.0 vom Raum her. Wenn man Moment, ich mache hier nur einen kurzen Einsprung, und zwar sollen wir zu diesem Stargate gehen, zu diesem Sternentor. Wir haben ja einen Wegpunkt gesetzt und wir sollen darüber. Das heißt, wenn wir einen Wegpunkt gesetzt haben, taucht dieser gelb im Overview auf, in der Übersicht. Sind aber nur Stargates oder Stationen. Ich aktiviere das Sternentor hier und sage, ich will dorthin. So, und solange wir fliegen, sage ich nochmal, also Security Status. Der HiSec Raum ist von 1.0 bis 0.5, also 0.5. Also 0.5 wäre noch sicher. Und zwar, dieses Spiel unterscheidet sich so weit von anderen Spielen, dass hier Piraterie oder andere Sachen erlaubt sind. Also die sind in-game erlaubt, man kann Menschen töten, egal wo und wie und wann. Man kann deren Sachen klauen, die sind nicht gegen die Spielregeln. So, jetzt sind wir gerade beim Sternentor. Das schickt uns jetzt in welche Richtung? Okay, hat uns gerade weggeschickt. In ein anderes System. Jetzt sind wir da, wo wir hin müssen. Machen wir Rechtsklick. Die sagt uns, wir müssen in Dead Space. Hierher. Machen wir das auch. Okay, Security Status. Wir sind jetzt im 0.05 System. Von 1.0 bis 0.5 wird man geschützt. Von Concord, das ist die Polizei, die in EVE überall vorhanden ist. Bei 1.0 ist die sehr schnell da und reagiert sehr schnell, wenn man angegriffen wird und beschützt auch einen. Nee, beschützt nicht, aber sie zerstört das andere Schiff, was der Aggressor war. Bei 0.5 dauert es eher bis... Moment, es hängt gerade. Bei 0.5... 05er System dauert es ein wenig, bis Concord auftaucht
Aber die werden trotzdem sich noch, also uns noch rächen, weil sie angegriffen haben. You've arrived at the academy. Good Hier work. sehen wir Now, noch keine approach the Concorde, nein, academy and leider nicht. retrieve your Okay, wir certification müssen hier documents from inside. und müssen schauen, ob was drin ist. Hier sehen wir eine Übersicht der Schiffe. Cool, schön. Hier sehen wir wirklich eine Übersicht der Schiffe, die mehr oder weniger zur Verfügung stehen. Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt, es gibt viel mehr. So, hier sehen wir das Dokument, was wir abholen sollen. Wir klicken auf Loot All. Wir müssen nicht mal unseren Cargo öffnen dafür. Fertig. Wir müssen wieder zurück zu ihr. Set Destination. Dum, dum, dum. Yay. Okay, wir müssen das Tor hier finden. Da ist das ja. Jump. So. Also Security Status. Also bis von 1.0 bis von 1 bis 0.5 sind wir so gesehen sicher. Man kann auch immer abschießen, aber die Aggressoren werden nicht lange überleben. Ab 0.4 bis 0.1 gilt es als Low Sec, also niedriger Security-Status. Da wird die Concorde nicht mehr zu Hilfe kommen. Die Sentry Guns, also die Waffen, die an den Toren, an den Sprungtoren installiert sind, die werden den Aggressor noch immer angreifen. Ich glaube mit 15 Minuten Cooldown. Genau, wenn man angegriffen wurde, oder sagen wir so von meiner Seite aus, wenn ich jetzt angegriffen habe, werde ich 15 Minuten lang von jedem angreifbar sein. Von Sentry Guns, von Spielern, von Concorde, von allem. Und das ist gut zu wissen, ja, und muss wissen. Und dann gibt es den 0-Sec, das 0.0 System. Daraus besteht ein sehr großer Teil der Welt von EVE Online. Dort sind eigene Gebiete durch die Allianzen gemacht worden, aufgemacht worden. Die haben dort, wie kann man sagen? Ja, die haben genau Corporations jetzt da. Corporations sind die sind vergleichbar mit Clans oder Gilden in anderen Spielen. Und Moment, ich muss zu ihr. Ich muss zu ihr zurück. Ich weiß nicht. Ah, okay. Doch. Corporations, das sind eben Clans und Gilden. Mehrere Corporations zusammen ergeben Allianzen. Wenn man eine starke Corporation oder eben schon Allianz hat, kann man ganze Gebiete für sich beanspruchen, die eben aus Systemen bestehen. Also so ein System, wo wir hier gerade sind, mit mehreren Monden, mit einer Sonne. Ist hier nur eine Sonne? Wahrscheinlich schon. Ja, ich habe nur eine Sonne gesehen, das ist ein Sonnensystem. Okay. Mit einer Sonne, die ganzen Monde, also Mining-Gürtel mit Asteroiden. Das kann im Null-Deck eine Corporation oder eine Allianz für sich beanspruchen. Dort draußen sind sehr große Kämpfe, also finden statt, und das ist eigentlich ein sehr großer Teil vom ganzen Spiel. So. Wir haben das Dokument geklaut. So. You may want to take a closer look at this Genau, fleet of ships. ich The hab's gerade Show übersprungen, aber sie hat Information gerade gesagt, Command can give und you zwar detailed information on eine anything wichtige you have Info. selected. Das Warpen kann man nur aktivieren You may want to take a closer look at this fleet zum of ships. Objekt, wenn The man lookout das function Warpen zum allows you to Objekt get a kann man nur dann closer view aktivieren, wenn from one man of your nicht camera drones. näher als 100 Kilometer entfernt ist. Also wenn man jetzt dann 99 Kilometer weg wäre vom Objekt, wird man nicht zu dem Objekt warpen können, sondern muss man wirklich langsam hinfliegen. Und dann lohnt sich halt eben 1 Kilometer wegzufliegen und dann erst hinwarpen, da kann man eben vor die Tür springen. So. Hier sind wir. The Show Jetzt Information erzählt sie was Command über can die give you detailed Sprungtore. information on anything you have selected. Jetzt erzählt sie was über die Sprungtore.
Die Sprungtore verbinden die Systeme, die Solarsysteme, Sternsysteme miteinander. Genau, der Name, wir waren ja vorhin in einem anderen System und wir konnten von dort aus ja nicht mit Aura in Kontakt treten und konnten auch nicht in die Station rein, weil sie eine andere Station ist, also im anderen Sonnensystem, ne? Und jetzt sagt sie uns, dass wir eben auf Journal gehen sollen und dann auf die Mission klicken, mit Rechtsklick und dann entweder Read Details, was uns sagt, wo wir das Objekt abwerfen sollen, was wir mitgebracht haben. In dem Fall ist es simpel. Ab und zu ist da aber keine Angabe über irgendwelche Drop-Off-Locations, dass man irgendwie nicht zurückbringen muss, sondern einfach was töten musste. Das steht das nicht hier. Dann muss man mit dem Agenten reden, weil der Agent ist ja irgendwo dort. Also machen wir Rechtsklick auf ihn und starten eine Unterhaltung mit dem Agenten. Und da haben wir hier die Position von diesem Agenten. Und da können wir mit Rechtsklick draufklicken und Set Destination, also Wegpunkt setzen. Erst dann kommen wir eigentlich zurück. Weil wenn wir den Wegpunkt gesetzt haben, erscheint wieder unser Sprungtor gelb und wir wissen, wie wir hinkommen. Hier sind wir schon in der Station. Unsere Mission ist complete, steht da complete. Das ist eigentlich die Meldung. Also wenn wirklich da der Name mit der Mission, das ist der Name der Mission. Und wenn es in grün steht, in complete, dann haben wir es schon bestanden. Dann einfach auf complete Mission gehen oder abschließen. Das war's auch schon. So, was sagt uns? Excellent work. You've now learned all of the basics a capsule pilot needs to know. Now that you've covered the essentials, you're ready to complete more advanced courses. Throughout each course, okay, you will be rewarded with more money and items ja, than you'll be able to make elsewhere. And completing the courses would also reward you with new ships. There are a number of und ich denke mal, ich werde auch hier das Let's Play erstmal beenden. Und dann schauen wir weiter.